Zack, moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Spiel. Naja, neu und neu, ne? Aber neu für die Switch zumindest. Wir spielen Legend of Zelda Skyward Sword HD und oder HD. Ich habe es tatsächlich auf der Wii nie gespielt, deswegen ist es für mich ganz neu. Also ich freue mich drauf. Und wenn ihr Lust habt, seid dabei. Wir beginnen sofort, denn wie man hier stand da schon gerade eben, die Legende, das bin ich. Also los geht's. Speicherdaten werden erstellt. Speicherdaten für The Legend of Zelda. So. Wir müssen ein neues einstellen, ne? Freue mich tatsächlich. Ich nehme mich auch Link. Obwohl, Schanzen ist schon cooler, ne? Pass mal auf. Ja, genau. Ich habe es vorher nicht gespielt. Also für mich ist alles neu. Also. Seid mir nicht böse, wenn ich irgendwas falsch mache. So ist das normal. Ich freue mich drauf, denn das Spiel hat 60 Frames die Minute. Bei der Grafik sollte es auch kein Problem sein. Aber trotzdem, Zelda ist Zelda. Also enttäuscht werden kann man eigentlich nicht. So. Hier darf ich ein bisschen kommentieren. Denn beim Intro wollte ich nicht. Die Musik war einfach zu gut. So, ich bin gespannt. Nintendo präsentiert. The Legend of Zelda. Skyward Sword.
Wie bei dem Sword. Alle mal mutig da. Oh, ist das hell. Chansen, Zeit, deine Augen zu öffnen. Bald, sehr bald schon musst du deine große Bestimmung erfüllen. Die Zeit des Erwachens. Chansen. Chansen. Fängt nicht jedes Zelda-Spiel so an? Gefallen. Ja, ist schon sehr texturarm, das Spiel, muss ich zugeben. Aber wer soll's? Der Spielspaß steht im Vordergrund. Ich glaube, auf einem kleinen Gerät, auf dem Bildschirm wird mir gar nicht so auffallen, aber hier auf dem großen, wenn ich spiele, sieht man schon. Du Schlafmütze, sicher liegst du noch in den Federn. Ach nee, ist das Mädchen, was schreibt, ne? Du Schlafmütze, sicher liegst du noch in den Federn, wenn dich dieser Brief erreicht. Genauso ist es, oder? Guten Morgen, Schanzen. Heute ist die Vogelreiterzeremonie, unsere Verabredung. Ich rede trotzdem nochmal. Erinnerst du dich? Zelda. Stimmt. So. Das ist mal angenehm, wenn das mal wirklich rund läuft einfach, ne? So, was ist denn hier? Ein Buch? Hallo? Was kannst du aufmachen? Nee. Buch kann auch nicht lesen. Da. Kamera, L halten und R neigen. Gut. Ja? Morgen, Schanzen. Na, bist du auch bereit für die Vogelreiterzeremonie heute? Die anderen bereiten sich schon alle draußen auf dem Dorfplatz vor, aber du scheinst ja die Ruhe selbst zu sein. Aber dein kaminroter Wolkenvogel ist ja auch ein tolles Tier. Ich habe die Vogelreiterzeremonie zwar beim letzten Mal gewonnen, aber ob mein Vogel eine Chance gegen deinen hätte? Doch denk dran, ein Vogel ist nur so gut wie sein Reiter. Ich verbringe jeden Tag mit dem Studium der Vögel. Wenn du also mal Fragen zu den Vögeln hast... Wenn du mal Fragen zum Vögeln hast, dann ist Kuko dein Mann. Danke, Kuko. Na, wer ist sie denn hier? Ja, Entschuldigung. Meister Otus. So, Schanzen, der große Tag der Vogelreiterzeremonie ist endlich da. Erinnere dich an meine praktischen Lektionen und Unterricht von Meister Tutor. Gib dein Bestes. Wo wir gerade davon sprechen, weißt du noch, dass du dich durch Drücken von umsehen kannst? Drück einfach, wenn dir etwas genauer ansehen möchtest. Gruseliger Mann. So. Ich kann mal die Kamera noch ein bisschen schneller machen. Gibt's hier so eine
Guck ich mal, ob es hier Optionen gibt. Wie komme ich denn runter zur Option, ist die Frage. Ah, da. Kann man natürlich nicht, was ist Bildschirmzeige, was ist das denn? Bildschirmanzeige einfach? Standard. Kann man nicht. Aber man kann das nicht ein. Das ist natürlich schade. Na gut. Gut. Aber könnte ruhig ein bisschen schneller sein, das Umdenken hier. Könnte er das sein? Hena. Oh, wo steckt noch dieser Gruß? Er sollte mir Fässer bringen, aber er will einfach nicht beikommen. Wo bleibt er nur? Ah, hier. Gruß? Guten Morgen, Schanzen. Heute ist der große Tag der Vogelreiterzeremonie. Ich wollte ja auch teilnehmen, aber ich habe die Qualifikation nicht geschafft. Deshalb bleibe ich hier und muss diese Fässer in den Speisesaal schleppen. Wollte ich doch so gerne fliegen. Tja, nichts zu machen. Streng dich an, ich drück dir fest die Daumen. Er wollte mich beim Fliegen zugucken, Entschuldigung. Können wir hier rausgehen? Machen wir mal. Der Wolkenhort. Welch wunderschönes Örtchen. Kommt dann so vor, als ob sie nur ihn schärfer gemacht haben. Hey, Chancen, hier! Jo. Guten Morgen, Chancen. Heute ist die Vogelreiterunie. Wie fühlst du dich? Ich möchte etwas mit dir besprechen. Visier mich an, dann können wir uns unterhalten. Genau, du kannst jemanden anvisieren und dann ganz leicht mit ihm sprechen. Wenn es niemanden zum Anvisieren gibt, kannst du diese tolle Technik auch einsetzen, um einfach wieder nach vorn zu blicken. Auf diese Entfernung lässt es sich nicht gut reden, also komm doch bitte hier hoch, ja? Klar. Wenn du auf diese Holzkisten dort zusprungst, kannst du auf sie hinaufklettern. Den Sprung solltest du ganz einfach schaffen. Versuch's mal. Oh, das war ja dumm. Normal. Mit der Kamera ist schon ein bisschen blöd gelöst, da gerade, sehe ich gerade. Aber naja, egal. So. Man muss wirklich mit dem linken Knopf immer die Kamera, um sich umzusehen. Ich kann nicht einfach so umsehen, sondern nur mit dem blöden Erdknopf. Das ist echt blöd gelöst. Jo. Hallo, Schanzen. Bist du auf dem Weg zum Üben für die Vogelzeremonie? Ach, du bist verabredet. Zelda wartet schon. Wo du gerade hier bist. Ja, das Haustier von Zeldas Vater Geopora, unserem Direktor, ist weggelaufen. Wo ist denn das? Was ist da oben? Ach, was soll ich nur tun? Der Direktor und Zelda haben alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung der Zeremonie. Ich wollte mir hier mit Futter anlocken, aber die Zeremonie beginnt bald und in dieser Kleidung kann ich ihr nicht hinterherklettern. Wärst du so gut, mir zu... Klar. Danke, dass du dir Zeit nimmst, mir zu helfen. Du müsstest hier irgendwo etwas zum Hochklettern finden. Wenn du dich an den Vorsprung entlang haltest, dann solltest du aufs Dach kommen. Danke nochmals. Oh, die Ausdauer ist bald weg. Da bist du ja, Miezekätzchen. Du hast sie heil zurückgebracht. Vielen Dank, Schanzen. Ich werde mir hier nun füttern. Sag dem Direktor Bescheid, dass wir sein Haustier gefunden haben. Er müsste sich auf dem Platz vor dem Tempel befinden.
Also baldig, okay. Oh, und ich sollte dir was mitgeben, das ist keine große Sache. Aber bitte hier und sag den anderen nichts davon. Cool. Ja. Witzigerweise, also wenn ich mit dem Spiel durch bin, dann verlose ich es auf meinem Kanal. Falls jemand Lust hat. Alter, speichern, okay. Ja, speichern. Super. Also wenn es jemand haben will, einfach hier weiter folgen. Irgendwann im Laufe des... Ich habe eine Ausdauerwurte erhalten. Oh. Morgen, Johnson, hast du dich gut ausgeruht? Tja, ich schätze mal, du hast wegen der Vorbereitung kein Auge zugekriegt, was? Wie ich? Ich repariere diese Tür. Die Naht nimmt denn heute ist noch der Tag der heiligen Zeremonie, oder? Bis dann wollte ich fertig sein. Da kann man nichts machen. Und du hast du nach dem Aufstehen noch fleißig zur Göttin gebetet? Wenn du diese Statue findest, betest, wird alles gespeichert, was du getan hast. Statue wie diese gibt es überall im Wolkenhart. Wenn du eine findest, solltest du deine Ehrenbietung mit einem kleinen Gebet erweisen. Verlass dich auf diese Göttin. Okay. Ja. Also wie gesagt, ich verlose das Spiel. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr es gerne haben. Ich will ganz kurz was machen. Ich muss aber ganz gut. Ich muss einmal kurz auf die Option gehen. Achso, okay. Geh noch nicht, schade. Na gut. Gut. Weiter geht's. Dann war Zelda schon mal. Ein Jüngling geleitet von der Göttin. Guten Morgen, Johnson. Na, oh, sie sich freut. Hat dich mein Wolkenvogel etwa aufgeweckt, Johnson? Unsere Verabredung, hast du sie vergessen? Sieh doch mein Kleid und dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass schon die legendäre Göttin so eines spielte. Dein Klang ist unvergleichlich. Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Und wie findest du mein Gewand? Den Schal dazu habe ich selbst gewebt. Mit diesem Gewand und der Lyra verkörper ich die Göttin. Ich wollte, dass du mich so siehst, Johnson. Das steht mir doch, oder? Na klar. Meinst du das ernst? Vielen Dank. Bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Oh, Vater. Johnson ist ja auch schon da. Wunderbar. Selbst du, alter Langschläfer, hast es heute geschafft, pünktlich aufzustehen. Falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an. Wovon anstrengend reden? Hör mal, Vater. Schanz hat in letzter Zeit nun, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Aber als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er sicher ganz sicher verlieren. Reg dich nicht so auf, Liebes. Die Vogelreiterin prüft neben der Geschichte auch das Band zwischen Menschen und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Sicherlich ist Schanzen nicht gerade der fleißigste Schüler. Ihr kennt euch bereits seit frühester Kindheit, also weißt du auch, du, Schanzen und dein Wolkenvogel haben eine besondere Beziehung. Da habe ich. Jeder Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vogel. Er ist der Göttin. Es ist die Göttin selbst, die jeden von uns einen Schutzvogel zur Seite stellt. Denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögel. Jeder von uns trifft in jungen Jahren hier von der Statue der Göttin mit seinem Vogel zusammen. Natürlich war das auch bei euch so. Der Wolkenvogel, der Schanzen zur Seite gestellt wurde, ist besonders. Er ist kaminrot, so selten, dass wir seine Art für ausgestorben hielten. Na klar, habe ich den seltensten. Schanzen, du bist deinem Wolkenvogel schicksalhaft verbunden. Erinnerst dich, Liebes? Damals, gleich als Schanzen und sein Wolkenvogel sich trafen. Die schwebten durch die Lüfte, als würden sie sich schon seit Ewigkeiten kennen, ganz ohne Übung, mühelos. Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Alter, wurde jemals so viel geschnackt wie in diesem Spiel?
Glaub nicht. Ich habe nie bei Zelda so viel. Bei Zelda so viel gelesen. Es ist ja auch kein Wunder, dass man Schanzen und seine Beziehung so beneidet. Die Menschen haben den Hang, all denen, die irgendwie besonders sind, mit Missgunst zu begegnen. Du nimmst das zu leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiterzeremonie auch eine Prüfung der Ritterschule ist. Wer sich bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengt, wird keine guten Noten erhalten. Und somit kein Ritter. Und im schlimmsten Fall wird Schanzen, wird er kein Ritter. Oh. Ist ja schon gut, Liebes. Jetzt reg dich doch nicht so auf. Immer wenn es um Schanzen geht, bist du so... Schanzen, komm schon, lass uns üben gehen. Zumindest ein wenig. Jetzt komm schon hierher, was machst du denn? Auf geht's, spring von der Plattform und rufe deinen Wolkenvogel so wie immer. Die Zeremonie wird jetzt bald beginnen. Du musst in Form sein. Wie? Was? Was soll ich machen? Hä? Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren? Sag sowas nicht. Du willst dich doch nur wieder drücken. Jetzt komm schon. Du musst etwas üben. Tu es für mich. Bis gleich. Oh! Schanzen, du musst drücken, um deinen Wolkenvogel zu rufen. Oh oh. Wie? Er kommt? Er kommt nicht? Nein! Schanzen, ich hab dich! Wieso kommt der Vogel nicht? Geht es euch gut? Es tut mir leid, ich hätte dir nicht so viel zumuten dürfen. Geht es dir gut? Ich frage mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist. Dass ein Wolkenvogel den Ruf seines Herrn nicht folgt? Kannst du deinen Wolkenvogel noch immer nicht fühlen, Schanzen? Die Vogelreise wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Schanzen, du hast also vorhin die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Ich muss mich nun erstmal um meinen Vogel kümmern. Du solltest in der Zwischenzeit nach deinem Wolkenvogel suchen. Oh, ist schon so spät. Die Vogelreiterzeremonie wird dieses Jahr von Meister Tüte organisiert, Schanzen. Kannst du bitte zu Tüte gehen und dich mit ihm beratschlagen? Klar, kann ich das. Vater, selbst wenn er zu Meister Tüte geht, wird er sich doch an den Schuldirektor wenden. Und das bist du. Da magst du recht haben. Du bist wahrlich meine Tochter. Dann werde ich mit ihm reden. Schanzen, sag doch bitte Tüte, dass er in mein Büro kommen soll. Okay. Guck mal, wo der ist. Der Heini. Was ist los, Schanzen? Du siehst nicht gut aus. Was? Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Das ist schlimm, aber du weißt ungefähr, wo er ist, oder? Du willst ihn jetzt suchen gehen. Aber die Zeremonie beginnt doch gleich. Andererseits, ohne Vogel wärst du bei der Zeremonie sowieso nicht gut. Verzeihung. Der Direktor ruft also nach mir? Nun gut, ich bin bei dir schließlich einen Gefallen schuldig. Mach dir keine Sorgen um die Zeremonie und finde erstmal deinen Wolkenvogel. Eigentlich ist das Aufstehen der Tür nicht meine Aufgabe und trotzdem habe ich mich überreden lassen. Was ist mit dir, Schanzen? Du siehst unruhig aus. Das kann auch nicht sein. Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Tut mir leid. Ich war bis eben in der Schule. Ich habe nichts mitbekommen. Okay, wo kann er denn sein? Hast du schon wieder abgehauen? Wir gucken mal, ob wir ihn finden. War ich noch einmal hier? Sehr gut. Ah, schon sehr verschwommen alles, ne?
Schnell, ich lass gerne hier. Warte mal, Schanzen. Tust du mir einen Gefallen? Der Baum da, kannst du auf ihn zuspringen oder eine Rollattacke machen? Renn auf den Baum zu und rolle. Und rums. Bitte macht's. Bitte, 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 bitte. Klar. Oh, warte. Nochmal. Ah, daneben. Was da denn? Sag mal. Geh mal weg da, du Bürschchen. Sonst geht das nicht. Oh. Larry. Hey, gut gemacht. Da ist er. Mein Wolkenhirschkäfer. Halt. Und ich habe noch Geld. Sehr gut. Herzen. Ah, okay. Schön, dass man hier die ganzen alten, oder beziehungsweise hier sind die, kommen die Sounds her für das neue Zelda-Spiel anscheinend, ne? Für Breath of the Wild. Oh. Das war ganz schön hart, Bardo. Der hat sich gewehrt, wie doch etwas. Naja, diese Kaminroten sind eben hart im Nehmen, selten wie sie sind. Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus. Was? Hey, Schanzen, stehst du schon lange hier? Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja Vogelreiterzeremonie. Du wirst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Mach's dir wohl schon in die Hosen. Du willst wohl gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen, was? Na, hab ich recht? Da bist du bei mir an der falschen Hand geraten, Büschchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden. Was sagst du da? Dein rotes Flughörnchen lässt sich nicht blicken? Oh, was da wohl passiert ist? Vielleicht hat er sich ja verflogen. Hä? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert. Jeden Tag habt ihr euch getroffen, wenn unser eins darauf gewartet, einen Blick von ihr zu erhaschen. Du hältst dich wohl für was Besonderes, was? Glaubst du wohl, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, hä? Mit deiner Arroganz ziehst du den Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Wer zieht hier was in den Dreck? Das ist Zelda. Ich also... Bardo, hast du etwas schon wieder auf Schanzen abgesehen? Wir sind doch alle Schulkameraden. Wie kommt es, dass du immer Schanzen niedermachst? Ich... Was ist los? Raus damit. Also ich... Ach, vergiss es. Komischer Typ. Also dann, Schanzen, wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht doch sitzen. Falls dein rotes Hühnchen, auf das du so stolz bist, dich nicht doch noch wieder auftaucht. Hui! Diese drei Kerle. Vielleicht wissen sie, wo dein Vogelreiter steckt. Aber selbst wenn, würden sie uns nicht sagen. Uns bleibt nur selbst, nach ihm zu suchen. Schanzen, ich werde dir helfen, von der Luft aus nach deinem Vogel zu suchen. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Tytor. Sie werden die Vogelreiterzeremonie wohl verschieben, also keine Sorge. Okay. Sehr gut. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir noch hinkommen. Also das mit der Kamera ist ein bisschen blöd gelöst, hier muss man zugeben. Ich hoffe, die Steuerung wird noch ein bisschen besser im Laufe des Spiels. So. Oh? Was ist los, Schanzen? Was, dein Vogel? Er ist weg? Oh nein, ich hatte mich so darauf gefreut, deinen roten Vogel fliegen zu sehen. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Aber von der Statue der Göttin hat man den besten Ausblick über das Dorf. Sieh dich doch mal da um. Das ist eine gute Idee. Die Statue der Göttin ist die große Statue im Norden des Wolkenholz, an der mit X markierten Stelle. Ah, okay. Oh? Ja, weiß ich. Darauf drücken sich die Falle. Gut. Ja, lass doch mal hinlaufen. Warte mal. Wo bin ich? Guck, ob ich die Karte wirklich lesen kann? Natürlich. Also ich bin jetzt da unten und ich muss ganz da hoch. Na gut, kriegen wir hin. Nehmen wir alle mit hier. Ja, ist leider echt aufgebläht, die Grafik. Da hätte man auch sagen können, man
Man macht wirklich so ein richtiges Remaster daraus, oder? Das wäre viel cooler gewesen. Da ist die Statue. Warte. Also diese Steuerung. Okay. Ja, los. Hey! Hey Sascha! Hier sind wir. Kuku. Wir sprechen gerade von deinem Wolkenvogel. Komm her. Ja, wo soll er denn? War die da oben? Hä? Und wo habe ich die denn gesehen, bitte? Ich speichere nochmal kurz hier. So? Ich habe die nicht gesehen. Ach, da unten sind die. Okay. Jo. Ich geh mal hin zu denen. Na? Gut, dass du hier bist, Schanzen. Ich hab dich schon gesucht. Ich habe mich wegen deines Wolkenvogels umgehört. Und als ich mit dem Gruzi geredet habe, hat er sich sehr seltsam verhalten. Oh. Verzeih mir, Schanzen. Ich wollte es dir schon früher sagen, aber dann hätte Bardo es ganz bestimmt herausgefunden. Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich eingeschüchtert. Los, spuck schon aus. Also, als ich von den Speisel ein wenig aufgeräumt habe, kam Bardo und seine Freunde herein. Die haben mich gar nicht beachtet und begannen einen Plan auszuhacken, um deinen Wolkenvogel zu verstecken. Ich wollte mich wegschleichen, um dich zu warnen. Aber da hat er mich, Bardo, schon entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Bardo hat also anscheinend den Plan, sich deinen Vogel zu schnappen und ihn beim Wasserfall zu verstecken. Der Wasserfall. Gib mir doch mal kurz die Karte. Das muss es sein, beim Wasserfall. Ich habe ihn mit X markiert. Okay. Es tut mir so leid, Schanzen. Ich bin so ein Feigling. Es tut mir so schrecklich leid. Oh. Schanzen, am Wasserfall wurden letzter Zeit gefährliche Kreaturen gesehen. Du solltest also ein Schwert oder so etwas mitnehmen. Frag doch mal den Schwertmeister, ob er dir eins leiht. Dann mach ich das glatt. Danke für die Information. Ah, da ist er. Ich muss erstmal üben, ne? Hallo, Schwertmeister. Oh. Akila. Oh, Sascha. Du kommst, um zu üben, obwohl heute der Tag der Vogelreiterzeremonie ist. Das nenne ich mal Eifer. Die Übungsschwerter sind hier im Hinterzimmer, also hol dir einfach eins und komm danach zurück. Ich bin immer hier, wenn du Fragen zum Umgang mit dem Schwert hast. Natürlich ist das Schwert in der Kiste, wo denn auch sonst. Du hast ein Übungsschwert erhalten. Ein ziemlich scharfes Schwert. Drücke Plus, um es dir anzusehen, welche Gegenstand du besitzt. Aha. Wie kann ich damit hauen? Na, werden wir gleich erfahren. Zeig mal, wie man es da umgeht. Was sagst du? Du möchtest, dass ich dir Umgang mit dem Schwert erkläre? Unbedingt. Bei der Schwertführung musst du immer vor Augen führen, wohin du schlagen willst. Schwingst du dein Schwert horizontal, führst du einen Horizontalschlag aus. Ein wertiger Schwung, ein wertiger Schlag bewegt. Schießt du direkt nach vorne, führst du eine Stichattacke aus. Dann gibt es aber auch noch die Wirbelattacke. Probier sie am besten mal aus, wenn du dich mit dem Gegner umringt ziehst. Also, wenn du diese Grundlagen beherrschst, bist du für den Kampf bereits bestens gerüstet. Die erste Regel beim Kampf ist und bleibt jedoch das Anvisieren des Gegners. Sobald du ihm gegenüberstehst, drücke dafür ZL, ja? Das ist überlebenswichtig. Du kannst deine Stimme nutzen, um zu üben. Achso. Wenn du vergessen hast, wie dein Schwert schwingst, kannst du mit Hilfe von eine Hilfe holen. Hast du alle Stämme zerlegt, darfst du dich an den Spezialtechnik versuchen. Ach so, okay. Okay, das ist ganz easy. Oh, war dumm. Was soll ich denn machen bei dem? Aua! Ah, ich werde zu dem schwer das war. Hier
Easy peasy. Halt. Du weißt, mit Schwert umzugehen, das freut mich. Ich bin wirklich stolz auf dich. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Wirbelattacke üben. Yeah. Ausgezeichnet. Ups, Entschuldigung. Links, rechts, links. Klar. Links, rechts, links mit. Hä? Wie soll das denn funktionieren? Ja klar. Nein. Ah. Okay, das ist auch schwierig. So. Achso, okay, jetzt haben wir alles schon. Gut, jetzt wissen wir eigentlich alles, oder? Hey! Ich wollte das ausleihen. Wie? Du sagst deinen Vogel, Wolkenposition? Du willst ihn nur suchen. Okay, ich verstehe. Eigentlich dürfen wir hier nur Wolkenhorten, nur ein Ritter ein Schwert tragen. Aber ich mache dieses Mal eine Ausnahme. Aber wehe, du stiftst dann in Ruhe im Dorf. Wenn du noch üben willst, komm wieder her. Danke. Sehr nett von ihm. So. Jetzt müssen wir zu den Wasserfällen. Da eiern wir jetzt hin. Oh, sicherheitshalber speichern wir gleich mal. So. Ach, muss ich einen anderen Weg hochlaufen? Ich glaube schon, ne? Machen wir mal. Wie blöd, der holt das Schwert automatisch raus, weil man ja das, den R-Knopf zum Umsehen macht, ne? Naja, egal. Und sobald ich mich bewege, okay, jetzt geht's. Ich würde trotzdem noch mal kurz dahin laufen zu der Statue. Wo wir eigentlich zum Wasserfall sollen, ne? Kurz mal gerade gucken. Wir sind da irgendwie zurück. Wir müssen hier zurück. Ich bin falschen Weg gelaufen. Mal kurz rum. Okay. Da sind die Wasserfälle. Da drüben sehe ich ja schon. Da kommen wir wohl noch hin. Behaupte ich mal. Na? Sieh dir mal diese Statue. Niemand weiß, wie lange sie schon hier steht. Schade, dass ihr ein Auge fehlt. Stimmt, da fehlt wirklich ein Auge. Das werde ich bestimmt irgendwann finden. Da holt immer das Schwert gleich raus. Das ist total behindert. Auf der anderen Seite der Wasserfälle ist das, ne? Also die Steuerung ist jetzt nicht überragend gelöst. Ich würde sogar sagen, die ist total beschissen. Bis jetzt. Jetzt hätte man sich ja ruhig orientieren können. Was ist hier denn los? Hey, hast du schon gehört? Einer der Schüler, der eine Wolke hat, seine Wolke im Vogel verloren. Was? Wie kann man denn so ein Pech haben? Das klingt nach einem großen Problem. Also ich hab's ja nicht so mit Wolkenvögeln. Die Krallen machen mir irgendwie Angst. Darüber hopsen? Nein. Jo. Aber schwimmen kann ich wahrscheinlich nicht, ne?
Ein bisschen schwimmen kann ich, okay. Kann ich da rüber? Ja, ne? Schwimmt aber ein bisschen, schwimmt ein bisschen komisch, oder? Ich bin ja fast da beim X. Kann ich da nicht hoch? Doch. So. Okay, da kommen wir nicht einfach hoch. Hat er die hinter den Wasserfällen versteckt? Geht das? Mhm. Ich bin ja schon fast da. Ich muss da irgendwie hoch. Wahrscheinlich muss ich doch da durch. Mal gucken. Ich muss doch da hinten durch irgendwie. Die Katze. Die war abhaut, oder? Hallo? Was ist denn los da? Ja, das kann ich gar nicht gebrauchen. Ich muss nämlich hier hoch. Und dann laufen wir nochmal hier hoch. Vielleicht kommen wir da ja irgendwie rein. Wie gemein. Hier beginnt die Höhle hinter dem Wasserfall. Vorsicht vor Blau. Gute für Kinderstein verboten. Ah, okay. Höhle hinter dem Wasserfall. Alter, ist das laut, der Sound. So. Ah, komm hochrennen, okay. Die Steuerung ist nicht gelungen, muss ich sagen. Also wahrscheinlich schockt die Bewegungssteuerung, schockt wahrscheinlich. Aber hier ist Steuerung schockt gar nicht gerade. Eieiei. Ah, guck mal, kann man reinkabbeln. Da sind wir gekommen, ne, oder? Ja, okay, wir sind da raus. Die jetzt haben wir wieder speichern? Klar. Story an sich ist ja wieder gut, aber so bis jetzt, aber der Rest nervt mich schon gewaltig. Hey. Schanzen! Ah, Zelda, na klar. Hättest auch vorher hinfliegen können. Da bist du ja, Schanzen. Ich habe gehört, dass du auf dem Weg zum Wasserfall bist und dich von der Luft aus gesucht. Und, hast du eine Wirkung gefunden? Hm, Bardo und seine Kumpels sind sich oft dort hinten herumgetrieben. Gehen wir. Na? Wer ruft da? Ich war kurz abgelenkt. Tut mir leid. Gehen wir.
Da sollten die Steuerung sollten sie definitiv besser machen. Da ist er ja. Dein Wolkenvogel. Bänder kaputt machen. Warte. Na gut, da. Braver Vogel. Los, Schanze, beeil dich, sonst verpassen wir noch die Zeremonie. Ruf deinen Vogel. Hey, Schanzen, diese Stimme. Hast du das gehört? Nein, ich habe nichts gehört, verdammt nochmal. In letzter Zeit habe ich das oft. Ich habe das Gefühl, das ruft mich irgendjemand. Aber wer kann das sein? Schanzen, hast du jemals darüber nachgedacht, was sich wohl unter der Wolkendecke verbirgt? Alle sagen, da gäbe es nichts. Aber was heißt das? Da ist nichts. Ich kann daran nicht glauben. In einem alten Buch meines Vaters habe ich ja von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer ist als unsere Welt. Niemand hat sich je dorthin begeben. Aus irgendeinem Grund bleiben auch die Wolkenvögel stets über den Wolken. Aber eines Tages möchte ich da hinuntergehen und selbst nachsehen. Lass uns gehen. Sieh doch, auch dein Vogel wartet auf dich. Wenn du gesprungen bist, musst du nur nach unten drücken und der Vogel kommt angeballert. Los geht's. Aha. Sau cool. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Fliegen ist. Ja, okay. Nach der ganzen Aufregung wollen wir doch alles durchgehen. Fühlst du dich bereit zu fliegen, Schanzen? Du kannst deine Wolkenvogel frei bewegen. Beachte jedoch, dass er langsam wird, wenn du ihn nach oben lenkst. Falls du schneller fliegen möchtest, musst du ihn dennoch nach oben schieben, um Höhe zu gewinnen und danach einen Sturzflug hinzulegen. Okay. Ja. Lenken, steigen. Okay, steigen wir ein bisschen. Und runter. Schneller. Achso, also runter. Ja, okay. Wenn du auf deinem Wolkenvogel reitest, drücke, um dir die Steuerung anzeigen zu lassen. Außerdem kannst du angreifen, wodurch du auch kurz beschleunigst. Langsamer werden kannst du natürlich auch. Probier alles einfach mal aus. Okay, wir haben's drauf. Kann man nicht die Steuerung anders einstellen? Also, dass man sagt, umgekehrt? Wollen wir gucken? Okay, Vater und die anderen warten hier schon, beeilen wir uns. Ach Mist, ich wollte jetzt gucken, wie die invertierte Steuerung ist. Naja, gut. Gleich mal gucken, wenn wir die Zeremonie machen. Dein Wolkenvogel ist einfach unglaublich und das nach all dem, was es heute schon durchmachen musste. Ich werde nur meinen Vater berichten. Oh, Bardo. Hey, Schanzen. Ach, du hast dein Federvieh gefunden.
Wir haben ja seit einem Morgen geübt. Warum kriegt ein Nichtskönner wie du eigentlich immer ein Extra-Boss, hä? Und jetzt tauchst du auch noch hier auf und Zelda auf und allein traust du dich wohl nicht, was? Ah, Zelda und ich sind schon seit unserer Kindheit gute Freunde. So bildest du dir mächtig was auf ein, stimmt's? So ist es doch, oder? Bardo redet die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten wird und sie dann für immer zusammen sind. Ha! Der Sieger der Zeremonie, und das werde natürlich sein, erhält von der Prinzessin der Göttin, also Zelda, den Paraschal. Und niemals werde ich zulassen, dass jemand anders mir dieses Geschenk wegschnappt. Er ist von ihr selbst gemacht. Ein Paraschal, den sie selbst getragen hat, in meiner Hand. Er riecht bestimmt toll, ah. Und dann noch die Zeremonie für den Sieger auf der Statue der Göttin. Nur wir beide, ungestört, Zelda und ich, ganz allein da oben. Bardo, Bardo, hinter dir, hinter dir. Was ist denn? Stört mich nicht. Was machst du denn hier? Wir beide, wie? Ganz allein, ja? Ja. Ja, also Schanzen, gut, dass du den Po gefunden hast. Das wird ein guter und ehrlicher Wettkampf. Bis dann, Zelda. Und bei der Zeremonie immer schön auf mich schauen. Ja, ich bin der, der fliegen kann. Hey, Bardo, warte auf uns. Ein guter, ehrlicher Wettkampf. Da hätte ich einiges dazu zu sagen. Genau, mit dieser Einstellung kannst du nur gewinnen, Schanzen. Die Vogelreise beginnt. Der auserwählten Schüler bitte zum Start. Also dann, Schanzen, bis gleich. Ups. Sehr gut, beginnen wir also mit der Zeremonie. Es sah erst aus, als würde Schanzen nicht teilnehmen können, aber jetzt sind ja alle hier. Ich erkläre nun die Regeln. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Auf meinem Signal springt ihr los und springt vom Steg ab. Vergesst beim Springen nicht, vor lauter Regen noch einen Vogel zu rufen. Sieger ist, wer als erster die Vogelfigur in seinen Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Ja. Gut, die Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule auf. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Diese Auszeichnung wurde von den jungen Damen, die als Vertreterin der Göttin ausgewählt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25-jährigen Jubiläum unserer Schule wird die Übergabe dieser Auszeichnung auf die Statue der Göttin stattfinden. Die Vertreterin der Göttin, die ihren selbst angefertigten Preis dieses Jahr persönlich überreichen wird, ist wie, ihr wisst, Zelda. Zeigt, was ihr bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder andere Teilnehmer angreift. Das gilt besonders für dich, Bardo. Hey! Alle auf ihre Plätze? Okay, ich bin gespannt. Hey! Los! Ja. Okay. Oh, ich dachte, ich hätte es gehabt. Hab ich auch nicht. Okay. Ah. Fast erwischt. Oh Mann. Was fliegt der Vogel denn da? Ups.
Oh, das war nicht so gut. Na komm schon. Was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner. Oh. Ah. Oh. Du wagst es, dich mit Bardo anzulegen, denn dies, Kleiner. Oh, komm schon. Das Problem ist, dass ich den nicht kriege. Ah! Ich muss einmal kurz die Steuerung ändern hier. Die geht mir voll auf den Sack, die Steuerung. Das muss sie sein, ne? Das ist immer noch nicht das. Was habe ich denn eingestellt? Kamerageschwindigkeit schnell, das ist schon mal gut. Hm, komm raus, hat mir nichts gebracht. Das ist für die Kamerasteuerung ist Neues. Wann kommt der Flugsteuerung müsste das sein? Das wäre besser. Ah, da. Jetzt aber. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, endlich. Oh, wo trifft er mich da, der Heini? Ich bin noch immer fast hinter ihm. So. Du hast die Vorwürfe gehalten. Diese Figur weicht dich als Sieger des Wettkampfs auf. Zelda wird sich freuen. Endlich. Hey! Schansen! Oh, kleine Verrückte, ne? Es
Sei nicht so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, Schanzen. Die Zeremonie geht weiter. Auf zur Statue der Göttin. Schanzen, du musst nun die Vogelfigur der Göttin darbringen. Und du spielst jetzt ein Klängen dazu. Sehr schön. Große Göttin, die uns seit Urzeiten beschützt. An deiner Stelle führe ich diese Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Siegerreicher Jüngling, nach alter Sitte schenkt dir die Göttin ihren Segen, auf dass die Winde dir und deinen Wolken wohl stets gewogen sein mögen. Jetzt kriegt er einen coolen Schal. Ein weißes Segel tanzt im Wind für dich. Du hast den Paraschal erhalten. Mit ihm kannst du auch dann sicher landen, wenn du von hohen Orten hinabspringst. Er riecht vertraut. Was soll das denn? Dies ist eine heilige Zeremonie. Dieser Paraschal, man sagt, dass die Göttin ihn seit Urzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Aber natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewebt. Bin so froh, dass du ihn bekommst. Pass gut auf ihn auf, ja? Danke, Schanzen. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. So bin ich auch. So, das war's also. Gibt's noch eine Sache zu tun? Du weißt, was du jetzt tun musst? Ich habe Angst. Tut mir leid, aber ich glaube, jetzt bist du gefragt. Es wird geknutscht. Von hier aus springst du runter. Ach so. Siehst du das runde Bodenrelief vor der Statue? Lande dort, um die Zeremonie zu vollenden. Wenn du abgesprungen bist, musst du kurz vor der Landung ZR drücken, um den Paraschall zu öffnen. Öffne den Paraschall erst im letzten Moment, um deine Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also, dann bist du bereit? Oh oh. Das war easy, oder? Das hast du toll gemacht, Schanzen. Sag mal, Schanzen, jetzt hast du schon gewonnen. Das Wetter ist schön, auch der Wind bläst nicht zu stark. Also, wie wäre es mit einem kleinen Ausritt über den Wolken? Na klar. Nee. Schanzen, hör mal, Schanzen. Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und dass wir jetzt zu zweit hier unterwegs sind. Was für ein schöner Tag. Wunderschön ist er. Weißt du was, Schanzen? Du und ich, wir... Ah, endlich passiert mal was hier. Hey, was? Was ist das? Schanzen,
Schansen. Oh nein, sie ist weg. Oh, und ich auch. Mit meinem Vogel. Was ist da passiert? Aber endlich passiert echt mal was. Es wurde auch langsam schon langweilig. Schansen. Ich warte auf dich. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Deine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Schansen. Aufgewacht. Oh. Als dein Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Es sieht aber aus, als hätte dir keine großen Verletzungen davon getragen. Schansen, was ist mit Zelda geschehen? Wart ihr zusammen unterwegs? Was ist mit meiner Tochter? Oh nein, oh nein, oh nein. Ein schwarzer Wirbelwind, das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. Du darfst dich noch nicht so anstrengen. Hör mal, Schansen, als ihr draußen wart, war meine Tochter da irgendwie anders als sonst? Ja, sie hat Stimmen gehört. Sie wäre verrückt. Sie ist Psychopathin. Man weiß es nicht. Vom Erdland hat sie also gesprochen. Und du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Schicksal geträumt. Interessant. Oh, Entschuldigung, ich habe mich gerade etwas in Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun. Aber da ihr Wolkenvogel bei ihr wart, wird es ihr wohl gut gehen. Wie dem auch sei, die Nacht ist finster und bei diesem Licht werden wir nichts finden. Hör mal zu, Schansen, mach dir keine Sorgen. Zelda geht's gut, davon bin ich überzeugt. Er hat ganz schön finstere Augen, der Mann. Böse Augen. So, was mag hier geschehen sein? Das erkunden wir beim nächsten Mal. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst ein Like da, abonniert mich, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was haltet ihr vom Spiel allgemein? Über die Steuerung habe ich schon ein bisschen was gesagt. Aber ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.